geht ab, Leute? Wir sind back mit My Hero Academia und kommen zum aktuellen Chapter 428. Und dieses Kapitel war ganz nice. Vor allem der Cliffhanger, der hat es in sich, der könnte die ein oder andere krasse Wendung bringen im nächsten Kapitel. Und eine große Bombe könnte platzen, auf die wir schon lange gewartet haben. Und das heißt auch für euch, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben nicht vergessen, wir gehen rein und ab dafür. Okay Leute, eine Sache muss ich im Vorfeld noch thematisieren, wir haben nur noch 2 Kapitel übrig. Das heißt, das nächste und dann das finale Kapitel, dann ist die Geschichte vorbei und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie Horikoshi Stand jetzt das Ganze sauber zu Ende bringen kann, denn es ist noch einiges offen und ob 2 Kapitel ausreichen, das alles reinzupacken, ich weiß ja nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Horikoshi im letzten Kapitel nicht nur ein gewöhnliches 20-Seiten-Ding raushaut, sondern vielleicht ein 50-Seiten-Ding und das wäre natürlich wahrscheinlich genug, um den Rest komplett abzuschließen. Oder es kommt die ganz große Überraschung und My Hero Academia geht weiter, was ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen kann, aber es gibt ja immer noch ein paar Verrückte da draußen, die glauben, dass Part 2 kommt und ich gönn's euch auf jeden Fall, wenn ihr noch so Hoffnung dran habt, aber ich hab's inzwischen aufgegeben und ich glaube, es wird nicht mehr weitergehen. Aber jetzt zum eigentlichen Inhalt des Kapitels. Wir wissen ja ganz genau, was im letzten passiert ist. Die neue Klasse 1a ist komplett durchgedreht wegen Bakugo und wegen Shoto, weil die eben die überkrassen sind. Deko wurde irgendwie gar nicht erwähnt, aber zu dem kommen wir auch noch. Der kriegt auch seinen eigenen ganz speziellen Fan und erstmal entschuldigt sich die Klasse 1a für ihr Benehmen, dass es ein bisschen zu viel war. Das war auch für Bakugo ein bisschen zu viel und das ist jetzt sehr, sehr überraschend, denn Bakugo war ja immer derjenige, der gerne im Mittelpunkt stehen will. Das hat er ja immer wieder betont. Und jetzt macht er einen auf schüchternen Boy. Das ist ja mal eine ganz wilde Nummer. Gut, bei Shoto ist es klar, dass er etwas zurückhaltender ist und etwas, ja, ich sag mal, eher der ruhigere Typ ist und der einfach nicht diesen großen Tumult haben möchte. Das ist ja bekannt, aber Bakugo, das ist neu, also das passt natürlich auch Mineta überhaupt gar nicht, dass er die ganzen Girls abkriegt und er wieder mal komplett leer ausgeht. Also Mineta macht richtig Auge auf Bakugo und ich finde es ja auch so lustig, was er dann Shinzo gesagt hat, so nach dem Motto, ja Bakugo, ich dachte, der will immer die ganze Aufmerksamkeit, er will immer im Zentrum stehen und jetzt macht er hier so einen Film, naja. Gibt immer wieder eine neue Facette von Bakugo, die wir noch nicht kannten und umso amüsanter war auch der Anfang, wie ich finde. Die ganze Deko-Thematik habe ich ja schon so ein wenig angedeutet und ja, er hat seinen eigenen Fanboy und der ist total Feuer und Flamme, was Deko geleistet hat im finalen Kriegsarc, wie er Shigaraki besiegt hat und er glorifiziert hier Deko so ein bisschen, was ich etwas problematisch finde, denn Deko hat ja schlussendlich einen Menschen getötet, auch wenn es das notwendige Übel ist, auch wenn er schlussendlich Shigaraki nicht wirklich retten konnte, da er am Ende doch zu seinen Leuten stand und seine Prinzipien eingehalten hat. Also kann man nicht wirklich davon sprechen, dass er Tenko oder Shigaraki retten konnte und deswegen bekommen wir auch dann daraufhin diesen einen kurzen Flashback von Spinner, weil Deko ganz genau weiß, ey, du musst mich jetzt nicht als den Überhelden darstellen, denn insgeheim bin ich ja derjenige, der einen anderen Menschen das Leben genommen hat und deswegen wird er so ein wenig unsicher, was er antworten soll. Verständlich, welche Worte kann man so einem Erstklässler mit auf den Weg geben? Was ist da der richtige Tonus und deswegen ist hier Deko etwas vorsichtiger, was das betrifft. Vielleicht soll dieser eine Dude seine eigenen Erfahrungen machen und vielleicht überdenkt er dann auch die Sichtweise oder dieses Glorifizieren in Bezug zu Deko. Die Aufräumarbeiten gehen natürlich in einem ordentlichen Tempo voran.
mit der Hilfe der Klasse 1A. Ich denke mal, die anderen Klassen von den verschiedenen Schulen helfen auch mit, auch wenn wir das Ganze nicht sehen können. Aber zumindest der Fokus auf die Klasse 2A ist hier gegeben. Unter anderem Deku, der seinen Quirk oder das, was von ihm übrig geblieben ist, nicht verwendet, wie es den Anschein hat. Also sonst würden wir ja diese Blitze sehen, diese typischen One-for-All-Blitze. Die sind nicht am Start. Also das ist hier sehr, sehr interessant. Deku versucht seine Kräfte, die er noch hat, etwas sparsamer zu benutzen, was natürlich irgendwie logisch ist, denn wenn Deku jetzt komplett übertreibt, dann ist er bald Burgerbrater bei McDonald's. Und das, glaube ich, will er auch möglichst vermeiden. Wer weiß, vielleicht sehen wir auch als letztes Kapitel Deku irgendwie bei McDonald's. Das wäre ja auch übertrieben traurig und sad und irgendwie auch unsatisfying, aber wir werden sehen, was uns da erwarten wird. Ich kann das einfach nicht glauben, aber Eddshot ist immer noch am Leben und dem geht es offenbar richtig gut. Und wenn wir uns mal diesen irrewitzigen Status anschauen von diesem Dude und das Ganze mal vergleichen mit der Verletzung oder mit dem Opfer von Toga, finde ich das irgendwie ein bisschen eigenartig. Also dieses Verletzungs-Power-Scaling in Academia checke ich gar nicht mehr. Also das ist inzwischen komplett aus den Rudern geraten, denn wir haben gesehen, wie krass Sir Nighteye verletzt wurde und er das Ganze nicht überlebt hat. Und ich würde mal behaupten, der körperliche Zustand von Eddshot ist deutlich schlimmer als das, oder was auch Toga widerfahren ist. Logik? Fragezeichen? Ich weiß ja nicht. Also ich finde das etwas weird, denn dass der noch stehen kann, macht von vorne bis hinten irgendwie gar keinen Sinn, aber müssen wir wohl so akzeptieren. Was ich wiederum cool finde, dass wir eine gewisse Interaktion zwischen den Zivilisten und den Helden oder der Klasse 2A sehen, die ja nicht ganz so positiv gegenüber den Helden zu sprechen waren. Jetzt haben sie aber gesehen, dass die Helden ihr Bestes geben und wirklich über die Grenzen gehen, ihr Leben opfern, ihr Leben riskieren. Und jetzt haben sie sich gedacht, ey, die geben ihr Bestes, jetzt geben wir auch unser Bestes und bereiten den Helden und auch den Unterstützern ein leckeres Mittagessen vor. Und das ist doch eine nette Geste. Sie haben auch reflektiert, haben auch genug Zeit gehabt, gewisse Aktionen zu hinterfragen, was sie vielleicht falsch gemacht haben, wie sie auch mit Deku umgegangen sind, also wie Deku behandelt wurde am Ende vom Dark Deku Arc. Das war schon echt ganz, ganz übel. Von daher ist es umso schöner zu sehen, dass die Zivilisten auch etwas optimistischer, positiver in die Zukunft blicken und eher das Positive im Blick behalten und nicht das Negative. Denn wer sich nur mit negativen Gedanken umgibt, der kann auch nicht glücklich werden. Von daher ist das der richtige Weg, den die Zivilisten hier einschlagen. Auch die neue Klasse 1A will helfen, aber da ist Cementos gar nicht begeistert, denn der hält das Ganze für keine gute Idee und schlussendlich helfen sie, indem sie nicht helfen. Also das will auch schon was heißen. Und ich denke mal, ja, die neue Klasse 1A hat sicherlich Potenzial, aber wenn Cementos so drastische Worte wählt, dann sind die im Vergleich zu der Klasse 2A, zu Dekus Klasse, viel, viel schwächer. Und wenn wir uns auch mal die Klasse anschauen und auch die Leute, die da drin sind, das sind schon richtige NPCs. Von daher ist das für mich jetzt keine großartige Überraschung. Was aber viel überraschender ist, das ist die Situation rund um Ochako. Denn Ochako setzt die ganze Zeit ein Fake-Lachen auf. Und das erinnert mich so ein wenig an den Dark Deku Arc, als Deku auch die ganze Zeit davon gesprochen hat, ey, es ist alles gut, mir geht's gut, ich brauche keine Hilfe. Und schlussendlich war er komplett gebrochen und hat sehr wohl Hilfe benötigt, die er aber aus egoistischen Motiven nicht annehmen wollte, weil er gedacht hat, anders geht's nicht. Und jetzt befindet sich Ochako in einer ähnlichen Situation, denn sie wollte, dass die Welt sieht, dass sie ihr Bestes gegeben hat, um Toga zu beschützen, zu retten, wie auch immer, aber schlussendlich hat sich Toga für Ochako aufgeopfert, weil sie gesehen hat, ey, sie versucht wirklich mich zu verstehen, sie versucht wirklich mein Herz zu öffnen, und das belastet sie anscheinend sehr, auch der ganze Tod von Toga, denn das ist jetzt auch mehr oder weniger die Bestätigung, dass Toga tatsächlich gestorben ist.
in diesem Kapitel, als sie ihr Blut mit Ochako geteilt hat. Und auch der Fakt, dass in Ochako Togas Blut fließt, ist auch absolut heftig, wie ich finde. Und ich denke, das belastet sie zusätzlich. Also da kommt so viel zusammen, ihre unterdrückten Gefühle in Bezug zu Deku. Dann die ganze Sache mit Toga, das belastet sie, denn wir wissen, und das habe ich auch schon in den vorherigen Videos thematisiert, man kann nicht jeden retten. Und das Gleiche gilt eben auch für Deku, der seine Mission bezüglich Tenko auch nicht erfolgreich abschließen konnte, zumindest nicht so richtig. Und jetzt ist das mehr oder weniger ein Full-Circle-Moment, denn wir haben die jetzige Situation und wir hatten die damalige Situation, als sich Deku und Ochako ebenfalls am gleichen Hügel getroffen haben, um über genau diese Themen zu diskutieren, wie sie am besten Tenko und Toga retten können. Schlussendlich haben beide versagt und jetzt kommt einfach alles aus Ochako raus, die ganzen Emotionen, die Tränen, die sie die ganze Zeit zurückgehalten hat. Aber ich bin mir sicher, nicht nur Ochako hat die Emotionen und die Tränen zurückgehalten, auch Deku hat sie zurückgehalten, denn wenn wir uns mal die letzten Kapitel anschauen, wie sich Deku gefühlt hat, der war auch so distanziert, so zurückgezogen, und ich glaube, die werden jetzt eine richtig, richtig krasse Bombe im nächsten Kapitel zünden. Und ich kann mir vorstellen, dass Ochako im nächsten Kapitel ihre Gefühle gegenüber Deku enthüllen wird. Dann könnten wir dieses eine Panel, was wir damals bei dieser Akademia-Ausstellung gesehen haben, was Horikoshi gezeichnet hat, in einer anderen abgewandelten Form zu Gesicht bekommen. Und das, glaube ich, wird schon ein sehr, sehr krasser Moment. Also mir hat der Cliffhanger sehr gefallen und ich bin sehr, sehr euphorisch, was uns im nächsten Kapitel erwarten wird, wie Deku reagieren wird, was Deku zu Ochako sagen wird, damit sie sich besser fühlt. Vor allem die Tatsache, dass Deku One for All, die Überreste von One for All benutzt hat, um zu Ochako zu gelangen, zeigt schon, wie wichtig ihm dieser Moment ist. Aber was denkt ihr über das Kapitel? Was denkt ihr über diesen Cliffhanger? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Macht die 1000 Likes voll, das würde mich auch freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns in weiteren Videos wieder. Bis dahin und Peace out.